Dieses kurze Video geht um die Risikobewertung von Medizinprodukten. Die Risikobewertung ist Teil der hygienischen Aufbereitung. Medizinprodukte sind Produkte für den medizinischen Gebrauch. Die sehen bei euch in der Zahnarztpraxis zum Beispiel so aus. Hier haben wir eine Absaugkanüle für den großen Sauger, eine Halterung für das Gummi vom Kofferdamm, Endonadeln, eine Serviettenkette, eine Extraktionszange, einen Mundspiegel und einen Anmischbattel. Wenn ihr euch die Instrumente jetzt einmal anschaut und überlegt, wie ihr diese in der Zahnarztpraxis hygienisch aufbereitet, fällt euch vielleicht auf, dass ihr das auf unterschiedliche Art tut. Denn bevor ihr ein Instrument hygienisch aufbereitet, müsst ihr eine Risikobewertung vornehmen. Denn es gibt drei Risikoklassen. Einmal unkritisch, semikritisch und kritisch. Aber was heißt das jetzt eigentlich? Vor der hygienischen Aufbereitung müsst ihr überlegen, in welche Risikoklasse dieses Instrument einzustufen ist. Als unkritisch werden Instrumente eingestuft, die Kontakt mit intakter Haut haben, also mit heiler Haut, die nicht in die Mundhöhle des Patienten gelangen, zum Beispiel nur mit seinem Gesicht Kontakt haben. Für diese Instrumente reicht eine normale Desinfektion, manchmal auch eine einfache Wischdesinfektion. Als semikritisch eingestuft werden Instrumente, die Kontakt mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut haben. Also Instrumente, die zum Einsatz kommen in der Mundhöhle des Patienten und dadurch Kontakt mit der Mundschleimhaut haben. Diese Instrumente müssen desinfiziert werden im Reinigungsdesinfektionsgerät oder auch Thermo oder im manuellen Verfahren in der Instrumentenwanne. Danach müssen die Instrumente auch noch unverpackt sterilisiert werden, denn eine unverpackte Sterilisation ist eine Desinfektion, weil nach dem Öffnen des Autoklaven durch die Luft die Instrumente kontaminiert werden und somit nicht mehr steril, sondern nur desinfiziert sind. Als kritisch werden Instrumente eingestuft, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen oder auch Wunden haben. Also diese Instrumente gehen durch die Schleimhaut oder Haut durch. Dies ist meistens der Fall bei chirurgischen Einsätzen. Diese Instrumente müssen desinfiziert werden, bevorzugt im Reinigungsdesinfektionsgerät und im Anschluss verpackt sterilisiert werden im Autoklaven, damit sie für den chirurgischen Einsatz keimfrei sind. Wir schauen uns jetzt jede Risikoklasse noch einmal mit Beispielen genauer an. Also als unkritisch einzustufende Instrumente sind Instrumente, die Kontakt mit intakter, also heiler Haut haben, die nicht in die Mundhöhle des Patienten gelangen. Das ist zum Beispiel der Anmischbartel, der kommt mit dem Patienten gar nicht in Kontakt, sondern ihr benutzt ihn, um zum Beispiel Zemente anzumischen. Hier reicht eine einfache Desinfektion. Oder auch die Halterung für das Gummi vom Kofferdamm kommt nur außerhalb des Mundes beim Patienten zum Einsatz und es reicht eine Desinfektion. Genauso wie das Serviettenkettchen, was nur um den Hals des Patienten gelegt wird und desinfiziert wird im Anschluss. Instrumente, die als semikritisch eingestuft werden, sind Instrumente, die für die Verwendung in der Mundhöhle gedacht sind. Sie kommen dabei in Kontakt mit der Mundschleimhaut des Patienten. Hier gibt es noch eine Unterteilung. Einmal Instrumente ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung. Diese werden dann als semikritisch A eingestuft. Und Instrumente mit besonderer Anforderungen an die Aufbereitung. Diese Instrumente werden dann als semikritisch B eingestuft.
Semikritisch A sind zum Beispiel Instrumente wie die zahnärztliche Sonde, denn sie kommt mit der Mundschleimhaut in Kontakt und hat keine besonderen Anforderungen an die Aufbereitung. Also das heißt, es gibt keine schwer zugänglichen Stellen. Man kann die Verschmutzung direkt sehen und auch kontrollieren nach der Desinfektion, ob sie wirklich sauber sind oder nicht. Auch die zahnärztliche Pinzette ist einfach zu reinigen, hat Kontakt mit der Schleimhaut und wird deswegen als semikritisch A eingestuft. Als semikritisch B eingestuft werden Instrumente, die einen Hohlraum haben, denn so ein Hohlraum heißt immer eine besondere Anforderung an die Aufbereitung. Das ist zum Beispiel die Absaugkanüle vom großen Sauger. Sie hat einen Hohlraum, in dem sich Gewebe, Speichelreste oder auch Zementreste absetzen können und deswegen besonders gereinigt werden müssen, weil man in diesen Hohlkörper nur schlecht reinkommt. Genauso wie die Turbine für den Einsatz zum Beispiel bei einer Füllungstherapie. Auch sie wird von innen kontaminiert und hat deswegen eine besondere Anforderung an die Aufbereitung durch den Hohlraum. Hier insbesondere im Vergleich zur Saugkanüle ja auch einen sehr kleinen Hohlraum, in den man nicht hineinschauen kann und auch deswegen ein semikritisch B-Instrument ist und genau darauf geachtet werden muss, dass es hygienisch sauber ist. Ebenso semikritisch B sind alle rotierenden und oszillierenden Instrumente, also alle Bohraufsätze, hier die Diamantbohrer als Beispiel, weil sie alle kleinste, feinste Rillen haben, wo sich hier in den Diamant splittern, Gewebereste absetzen können, wo man nur mit Lupe genau kontrollieren kann, ob diese Bohraufsätze auch wirklich sauber sind und deswegen eine semikritisch B-Aufbereitung erforderlich ist. Der Mundspiegel wird manchmal als semikritisch A und manchmal als semikritisch B eingestuft. Und das kommt euch bei einigen Instrumenten häufiger vor. Und wenn ihr an eure Prüfung denkt, ist es besonders wichtig, dass ihr begründen könnt, warum ihr dieses Instrument in dieser Risikoklasse eingestuft habt. Hat dieser Spiegel zum Beispiel hier ein Gewinde, also man kann den Spiegel abdrehen, dann hat man hier einen Hohlraum. Und dann ist der schwer zu reinigen, dann hat der eine besondere Anforderung an die Aufbereitung und dann muss man ihn als semikritisch B einstufen. Lässt sich das obere Teil nicht abschrauben, ist hier auch kein Hohlraum, dann kann man ihn zu semikritisch A sortieren. Wie gesagt, es zählt eure Begründung. Als kritisch werden Instrumente eingestuft für den chirurgischen Gebrauch, denn diese müssen steril, also keimfrei sein für den Einsatz. Sie durchdringen Schleimhaut und Haut, kommen mit inneren Gewebe oder auch Blut in Kontakt und müssen deswegen verpackt sterilisiert werden. Auch hier gibt es die Unterscheidung zwischen ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung kritisch A und mit besonderen Anforderungen an die Aufbereitung kritisch B. Hier taucht jetzt wieder die Pinzette auf, die eben als semikritisch A eingestuft wurde. Diese Pinzette möchte ich jetzt für einen chirurgischen Einsatz verwenden, das heißt, sie muss steril sein. Deswegen ist sie jetzt ein kritisches Instrument.
Sie hat allerdings keine besonderen Anforderungen an die Aufbereitung, deswegen als kritisch A. Ich muss also immer schauen, für welchen Einsatz brauche ich dieses Instrument. Ist es ein normaler, routinemäßiger Check-up, dann brauche ich die Pinzette nicht sterilisieren, dann reicht eine Aufbereitung nach semi-kritisch A. Mache ich jedoch eine Extraktion, also einen chirurgischen Eingriff, muss ich diese Pinzette kritisch aufbereiten. Nach der Risikoklasse kritisch A. Das ist eine Kürette, die in der PA-Behandlung verwendet wird, um Konkremente zu entfernen, also Zahnstein unterhalb des Zahnfleisches. Das heißt, es wird Schleimhaut durchdrungen, sie kommt mit Blut in Kontakt und eventuell auch mit innerem Gewebe. Daher muss sie sterilisiert werden, kritisch aufbereitet werden, aber ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung. Oder auch die Extraktionszange wird als kritisch A eingestuft. Hier muss darauf geachtet werden, dass das Gelenk bei der Desinfektion geöffnet werden kann, damit dieses auch desinfiziert werden kann. Ansonsten gilt das Gelenk nicht als Kriterium mit besonderer Anforderung an die Aufbereitung, sondern kann als kritisch A eingestuft werden. Es muss jedoch geguckt werden, dass hier das Gelenk sauber ist. Als kritisch B werden auch wieder alle Instrumente mit Hohlräumen eingestuft, die in der Chirurgie Einsatz finden. Also zum Beispiel hier ein chirurgischer Sauger. Manche von euch benutzen vielleicht nur einmal Absaugkanülen, die man dann im Anschluss entsorgen kann. Dies ist einer, den man mehrfach verwenden kann und demnach kritisch aufbereiten muss, da er einen Hohlraum hat, kritisch B. Diese Turbine wird jetzt auch für einen chirurgischen Einsatz verwendet, also muss ich sie auch aufgrund des Hohlraums als kritisch B einstufen. Ebenso wie die Bohraufsätze, die ich für einen chirurgischen Einsatz verwende, müssen als kritisch B eingestuft werden. Schauen wir uns noch einmal die Endonadeln an, die Kontakt mit dem Inneren des Zahns haben bei einer Endobehandlung, also mit inneren Gewebe in Kontakt kommen, demnach als kritisch aufbereitet werden müssen und aufgrund der Oberfläche, wo kleine Widerhaken auch dran sind und ganz viele feine Verdrehungen, ist es wichtig, dass hier ganz besonders auf die Reinigung geachtet wird, also mit besonderen Anforderungen an die Aufbereitung, also als kritisch B einzustufen. Hier noch einmal die Übersicht. Es gibt also drei Risikoklassen: unkritisch, semikritisch und kritisch. Je nachdem, zu welcher Risikoklasse das Instrument gehört, bereite ich es unterschiedlich auf. Unkritische Instrumente desinfiziere ich nur, semikritische Instrumente müssen desinfiziert werden im RDG oder im Eintauchverfahren mit unverpackter Sterilisation und kritisch eingestufte Instrumente müssen desinfiziert werden und im Anschluss verpackt sterilisiert werden. Bei semikritisch und kritisch eingestuften Instrumenten müssen wir noch wieder unterscheiden zwischen semikritisch A ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung und semikritisch B mit besonderen Anforderungen an die Aufbereitung, also hier insbesondere mit Hohlräumen und alle rotierenden und oszillierenden, also schwingenden Aufsteck-
Teile für Turbinen und Hand- und Winkelstücke. Ebenso bei kritisch A und kritisch B. Also, was heißt jetzt die Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten? Wir müssen immer überlegen, für welchen Einsatz wird das Instrument verwendet. Danach überlege ich, ist es ein unkritisches Instrument, also hat es nur Kontakt mit intakter Haut des Patienten. Oder ist es ein semikritisches Instrument, wo es Kontakt mit Haut oder Schleimhaut hat? Oder ist es ein kritisches Instrument, also wird es für einen chirurgischen Einsatz verwendet? Das ist das Erste, was ich überlege und ordne die Instrumente diesen drei Gruppen zu. Als Nächstes muss ich überlegen, hat dieses Instrument keine besonderen Anforderungen an die Aufbereitung, dann ist es A. Dementsprechend semikritisch A oder kritisch A, je nachdem, für welchen Einsatz dieses Instrument verwendet wird. Hat dieses Instrument besondere Anforderungen an die Aufbereitung, wird es als semikritisch oder kritisch B eingestuft. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, einen Überblick über die Risikoklassen zu bekommen für die Aufbereitung von Medizinprodukten.